So Leute, willkommen zurück zu Devil May Cry 5. Langsam wird's spannend, finde ich persönlich. Und ja, wir sind bei der nächsten Mission. Wir spielen auf jeden Fall Dante. Jetzt wollte ich gerade mal gucken, wie viel... Ja, für ein... Ice Age hätte ich ja gern noch. Crystal. Ja, das ist halt so ein Schutzschild, ne? Aber ich finde es ein bisschen schade, dass wir recht wenig Feuertechniken damit haben. Wir könnten noch mehr Charge Shells für die Coyote holen. Allerdings sind das alles nicht so Sachen, die ich gerne habe. Und hier Swordmaster Skills. Die hätte ich echt noch ganz gerne. Aber ist halt nicht, weil die sind zu teuer. Nun gut, dann legen wir mal gleich mit dem richtigen Spiel los. Mission Start. Virgil ist ja vor kurzem abgehauen und ja, wir müssen jetzt unseren werten Bruder wieder suchen. Hey Virgil, your portal opening days are over. Give me the Amato. If you want it, then you'll have to take it. But you already knew that. I had a feeling you'd say that. How many times have we fought? Hard to say. It's the only memory I have of us since we were kids. Time to finish this, Virgil. Once and for all. Oha, ist das jetzt etwa der Finalkampf? Das heißt ja Little Brother. Wir sind Zwillinge. Irgendwie haben wir so leichte Lags drin. Sekunde, ich guck mal kurz nach. So, jetzt soll das etwas flüssiger laufen. Au. Hat er das abgewehrt? Wir laden mal unseren Sin Devil Trigger auf. Au. Ich hack dich in kleine Stücke, Virgil. Dafür, dass es am Anfang so gut lief, läuft es jetzt echt schlecht. Was mache ich denn gerade falsch? Au. Out. Naja, aber wir haben mehr als genug goldene Kugeln. Der einzige, der hier stirbt, bist du. Der wurde von seinen eigenen Schwertern getroffen. Okay. Er benutzt auch seine Devil Trigger Form oder vielleicht sogar Sin Devil Trigger. Wer weiß, vielleicht hat er ja auch einen
eine eigene Form für das Yamato. Ein Dämonenschwert Virgil sozusagen. Aber er geht echt ab. So, wir benutzen das mal, um uns irgendwie zu regenerieren. Okay, ich sehe es. In dem Moment hätte ich ihn eigentlich erwischen müssen. Passt zum Henker. Wow. Ah, die Schwerter hätte ich zerkloppen müssen. Wow. Okay. Das sind harte Moves, die Virgil hier drauf hat. Muss ich schon sagen, wann ist der denn bitte so stark geworden? Ach, wahrscheinlich durch die Frucht, ne? Die hatte ja Horizon. Und ich denke mal, dadurch, dass er jetzt wieder Virgil ist, ist er halt ein Virgil, der die Kräfte von Horizon vereinigt. Also Horizon und Pi. Dementsprechend ist er quasi ein deutlich stärkerer Virgil geworden. Also irgendwie habe ich ihn wohl gerade ziemlich heftig erwischt. Was bist du eigentlich für ein Sackgesicht? Wir sind gut dabei. Ja, wenn man so ein bisschen seine Patterns kann, dann geht er eigentlich total. Au. Ja, gut. Ach, jetzt macht er... Jetzt macht er genau das, was Nero kann. Pack's nicht, da sind so viele goldene Kugeln. Ich spiele gerade echt schlecht, oder? Ich habe jetzt ja ein paar Tage nicht aufgenommen. So, das reicht. So, Virgil. Das ist dein Ende. Nero is my son. Yeah, dumbass. You can't remember through that thick skull of yours? Well, well. That was a long time ago. I guess you were young once, too. As much as I'd love to hear that story, I think it's about time we... ended this.
Ist das Neros Dämonenform? Haben die jetzt ernsthaft Nero eine Dämonenform verpasst? Ich bin hin und her gerissen. Eine von Hass und widerwilligem Respekt geprägte Bruderschaft. Eine Rivalität für die Ewigkeit. Virgil und Dante legen ihre ganzen Kümmernisse, ihre Feindschaft und ihre Gründe zu kämpfen. Mehr konnte ich nicht lesen, tut mir leid. I was alone. You and Kratos were all I knew. And now all of a sudden I find out I have a family. What am I supposed to do with that? You always know which path is right and which is wrong. There's no need to doubt yourself. Thanks. I guess that's all I needed to hear. I have one last thing to take care of. Then I'm coming home. I couldn't protect Kratos. To this day, I hate myself for not having enough strength. But this time is different. I swear! This ends. Right here. Listen to me. I told you already. This is not your... You listen. Dead weight. I won't let you kill each other. There are other ways of settling your differences. I'm putting a stop to this sibling rivalry. You came all this way just for that. Virgil. V. Whatever you call yourself. Dante's not gonna die here. And neither are you. Do you have a problem with that? Not gonna die my ass. Oh, that bitch slap nearly killed me. If I beat Nero, then by default, I beat you. Agreed, Dante? Whatever. I don't really care. I'm just gonna sit this one out. When this is over, I'll make you submit. Father. Has nothing to do with you. Okay. Also wir haben jetzt hier Devil Trigger.
Ja gut, ich weiß ja, wie der Devil Trigger funktioniert. Interessant. Ich habe auch gesagt, die wollen Dante eigentlich durch Nero gerne ersetzen. Und jetzt, dann habe ich gedacht, nee. Die haben Dante... Beziehungsweise die haben Nero... doch zurückgelassen, um zu präsentieren. Nahen Tom RT... Oh, Wurfbuster-Technik. Ah, das können wir jetzt auch wieder. Heftig. Oh, ich muss aus dem Bereich raus, sonst fährt mich. Aber ich kann das Ganze kontern. Das ist interessant, dass Nero hier seinen eigenen Level-Trigger bekommen hat, dass er so stark ist. Ich weiß nicht genau, ob ich das besser finde oder schlechter. Aber irgendwie ist es ganz cool gemacht. Ich hab's ja von Anfang an gesagt, das hier ist richtig cineastisch inszeniert. Ja, wir regenerieren auch konstant Devil Trigger. Hast du gerade Sonic, den Spruch von Sonic the Hedgehog geklaut? You're too slow. Wir haben genug goldene Kugeln. So, haben wir den Geistwürfel? Ne, den Geistwürfel haben wir leider nicht. Au. Aber theoretisch... Oh. Haben wir ihn? Ja. Sehr schön. Weg damit. Interesting. Oh, brother. You cut off your own son's arm for more power, and you still lost. Enough, damn it! The underworld is taking over. We need to do something before it's too late. He's right. We need to close that portal. Hey, you lost, so you better do what he says. I can still fight. But if those roots continue to spread through town, it'll just interfere with our business. Now, that's the smartest thing I've ever heard you say. Better hurry up. We still got a score to settle. Evidently. Wait! Where are you going? We need to sever the Clyphod roots from the underworld itself. Then we'll seal the portal with a Yamato. Hang on. If you do that, you can't come back. Why do you think I'm going? Somebody's gotta keep an eye on your old man. You can't just expect me to stay here while you both go. It's and... because you're here, we can go. We're trusting you with things on this side. Capiche? Make haste, Dante.
Yeah, I know. Hey, wait! Take care, Nero. Adios. I won't lose next time. Hold on to that until then. Okay. Schwarzer Bildschirm. Dante ist ja schon einmal aus der Unterwelt zurückgekommen, also. War's das? Hooey! I'm still in freaking shock. About what? Duh. Your arm? Who the hell grows an arm back? It's just weird. It's like a lizard tail or something. Look, I don't know. It just grew. Ugh. I mean, are you kidding me? Lots of weird stuff happened. There were demons and scary plant roots and arms growing back. Lots of stuff. Do you know how much love and care I put in that devil breaker? Nope. This arm, it's nice. So, how's it feel? How's what feel? Saving the man who killed your own father. Heard Dante killed Virgil once. It doesn't matter. They're both gone now anyway. It's okay to cry. If you want, Nero, over a loss. Not cry. It doesn't make you a crybaby. Does make you a little bitch, though. There it is. You think I'm a demon? I didn't cry when my asshole daddy died. But... yeah, I know. I wouldn't be here without him, that's a biological fact. Right. All I'm saying is, tough guy, it's okay to cry if you want. Devils not cry. Devils cry. I'm not gonna Kittens cry. Kittens cry? Will you meow! Shut up? Puppies will you stop cry? Look Ugh. At you. You're nobody. Why nobody's cry crying, my shoulder? Right? Stop Devil saying cry. Cry my shoulder. I know you, you wanna. You say cry again. Devil may cry. Fuck. You oh. said it. Hey, Kitty. Yeah. I'm coming home. Oh, yeah. I don't want to spoil it, but I got a surprise for you. Oh, yeah. He's got a huge surprise. You shut up! No, KDA. Not you. Nico. You know, and her big mouth. What the hell's your problem? Where'd you learn to drive? Hey, sorry. I gotta call you later. It's time to get back to work. Mm-hmm. Got an arm. I'm good. It's a prototype, and this is the perfect place to test it out. Look, you're gonna use it, and it's a work of art. Gotcha. And it ain't complete without you. Well, how sweet. Feels good. You'll get fixed as soon as we get back. So, devil's cry, huh? Let's see what that sounds like!
Oha, Devil May Cry 5 Ende. Was ein cineastisches Spiel, Leute. Es hat mir unheimlich toll gefallen. Und es ist wirklich, glaube ich, mein Lieblings-Devil May Cry geworden. Ja, das können wir jetzt auch wieder. Ja, wie kommen die Viecher überhaupt raus? Dante und Virgil haben doch alles dicht gemacht. Beziehungsweise, da muss ja jetzt eigentlich noch was kommen. Die haben Virgil jetzt so pseudo zum Nachfolger von Dante erklärt. Gleichzeitig haben sie Dante, aber was man auch sagen muss, nicht einfach beiseite gelegt, sondern haben ihn wirklich zum ikonischen Helden erklärt. Theoretisch wäre es ein passender Abschluss. Allerdings glaube ich nicht, dass ein Abschluss damit endet, dass Virgil und Dante in der Unterwelt bleiben. Weil, seien wir mal ehrlich, erinnert ihr euch an Devil May Cry 2? Gleiches Szenario. Dante ging in die Unterwelt, um hier das Chaos. Wer war das? Abroxas? Nee. Um ihn zu versiegeln, beziehungsweise zu töten. Ist in die Unterwelt gegangen. Mit dem Gedanken, Spada kam zurück, Dante kommt vielleicht nicht zurück. So all we gotta do is cut this thing down. That's right. I'm more than capable of handling this on my own. You're gonna need some help. And someone to keep an eye on you. Credits jetzt hier weiter. Ich finde das irgendwie cool. Auch wenn jetzt gerade irgendwie nichts passiert. Ich würde mir halt so einen Abschluss wünschen, weil, wie gesagt, in Devil May Cry 2 Dante kehrte zurück. Und ich würde sagen, es wäre kein richtiges Devil May Cry, wenn Dante nicht am Ende triumphal zurückkehren würde. Ich meine, ich finde es echt cool. Es ist auch für ein Ende richtig gut. Ich hätte wahrscheinlich im Bosskampf mehr den Tricks da raushängen lassen müssen. Das wäre um einiges einfacher gewesen. Kann ich meine Waffe wechseln? Das kann ich. Ja, also das ist auch eine coole Art, Credits zu machen. Was kann ich zu dem Spiel eigentlich sagen? Zu Devil May Cry gibt es so extrem viel zu sagen. Was man halt großartig jetzt hier erzählen könnte.
Es ist ein wirklich tolles Projekt. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich fand es ein bisschen schade, dass wenig Leute auf meinem Kanal zugeschaut haben. Ja, ich weiß nicht, ich kann dazu nicht mehr viel sagen. Es ist ein tolles Spiel, es ist großartig und ich finde es einfach super. Und ich würde mir halt wünschen, dass am Ende vielleicht noch so eine Aufklärung kommt. So ein paar Worte. Virgil, Dante verbünden sich, weil bis jetzt sieht es danach aus, Nero führt das Devil May Cry weiter, während Dante und Virgil in der Unterwelt bleiben. Aber das ist natürlich Quatsch. Ah, es ist einfach schön. Also, danke an Capcom, danke an all die Leute, die an dem Spiel mitgearbeitet haben. Es ist ein wunderschönes Spiel und mein ganz, ganz großer Dank geht an Capcom raus dafür, dass ihr, nachdem ihr ja eigentlich Devil May Cry schon ad acta gelegt hattet, euch nochmal überlegt habt, DMC Devil May Cry war jetzt nicht so toll, da müssen wir eigentlich nochmal was machen. Und es war das Beste, was ihr hättet machen können. Ihr habt Dante und Virgil für einen letzten epischen Akt zurückgeholt. Ich weiß, es war eine ganze Menge Fanservice. Ja, das ist mir bewusst, weil, ganz ehrlich, Virgil war eigentlich tot, ja. Aber ihr brauchtet einen neuen großen Gegner und da habt ihr euch einfach mal für Fanservice halt Virgil ausgesucht. Es ist super. Es war ein tolles Spiel. Ich kann jetzt hier... Oh doch, ich kann Start drücken. Ein B nur am Ende. Frechheit. Neuer Modus wurde freigeschaltet. Sohn Spadas. Neuer Modus wurde freigeschaltet. Blutiger Palast. Neros dämonischer rechter Arm wurde wiederhergestellt und kann jetzt sowohl Devil Bringer als auch Devil Trigger einsetzen. Dantes Schwert. Kannst jetzt anpassen, Dantes Bildschirm Rebellion Spada und Teufelsschwert ausrüsten. Nikos Berichte über Gegner gibt es jetzt Fotos, in denen Momente zeigen, die jeweils als erstes besiegt hast. Kostümänderungen werden jetzt auch auf den Titelbildschirm angewendet. Es wird das Kostüm angezeigt, das du zuletzt gespielt hast. Das ist doch schön. Wir kriegen aber keine finale Cutscene. Das finde ich schade. Dann muss ja eigentlich noch was kommen. Was sind die? Na, das ist nochmal. Das ist wirklich nochmal die komplette Geschichte. Okay. Finde ich ganz cool. Also, wer das Spiel selber mal spielen will, ist auf Steam erhältlich. Und ja, mehr gibt es dazu eigentlich gar nicht zu sagen, Leute. Lasst mir ein nettes Kommentar da, einen Daumen nach oben und wir sehen uns, wenn es wieder heißt, Devil May Cry vielleicht? Oder eben ein anderes Spiel, hier auf meinem Kanal. An der Stelle wird übrigens jetzt Mario Maker übernehmen und wir sehen uns dann einfach, wenn es irgendwann wieder heißt, Devil May Cry oder eben zu einem anderen Projekt auf meinem Kanal. Macht es gut, habt einen schönen Tag, bis dann, euer Wolf.